So. Wir sind hier jetzt schon in der Gotham City Merchants Bank. Ich habe jetzt den kleinen Fußmarsch hier mal übersprungen, das mit aufzuzeichnen. Und genauso hier kurz das Ding deaktiviert. Und dann natürlich auch hier mit dem Sequencer ausgestellt, sodass wir die Tür aufmachen können. Ja, mir ist im Endeffekt gerade bei der Aufnahme Fraps abgestürzt. Und dadurch ist jetzt die Aufnahme nicht richtig zu Ende gespeichert worden wohl und lässt sich auch bei Sony Vegas Pro nicht mehr richtig einfügen. Überall Leichen. Der Joker könnte immer noch hier sein, im Tresorraum. Ich muss vorsichtig sein. Jupp, das werden wir auch sein. Wie gesagt, deswegen verzeiht mir kurz diesen kleinen Sprung. Aber viel verpasst habt ihr nicht. War ja im Endeffekt nur ungefähr eine Minute Weg. Fußmarsch oder zu Sie sind gleiten alle hier. tot, aber hier spielt sich noch etwas viel Durchtriebeneres ab. Okay. Gut. Die wollen wir mal überraschen. Hier hatten wir ja schon was Schönes. Na, das Cape von ihm ist schon ganz schön zerfleddert. So. Okay. Wir schauen dann mal von oben rein. Kurz ein bisschen Explosivgel auftragen. So. Und jetzt habe ich gerade eine Spinne entdeckt. Die muss ich kurz vernichten, bevor sie in die Dunkelheit abhaut. Ja, nein, nicht im Game. Gerade bei mir zu Hause. Du glaubst wohl, du kannst einfach in meine Bank spazieren? Roman, ich suche den Joker. Der Joker? Nie von ihm gehört. Was ist mit dir, Puppe? Kennst du den Joker? Den wen? Und Sie, Sir? Der Joker klingelt's da? Verdammter Hurensohn! Du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein toter Mann! Tot! Oh, nicht einfach mitspielen! Leichte Aggressionsprobleme. Oh Gott, wer hat die Schönheit denn ausgegraben? Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sayones Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung. Verglichen mit dem, was ich noch vorhabe. Hier, viel Spaß dabei. Hörst du das? Klingt wie 8 winzige Rentiere. Gott. Sie ist tot. Guter Mittelscheibe. Wenn ich doch sage, er ist nicht tot. Hier ist keine Leiche. Da ich weiß.
das unmöglich ist, gebe ich dir die Chance, deine Realität mit meiner abzugleichen. Falls dein Spatzenhirn solch gewählte Worte nicht verarbeiten kann, hier noch einmal in Gangstersprache. Töte die Fledermaus oder ich töte dich! Irgendeine Spur von ihm? Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Das macht keinen Sinn. Er ist angeschossen, verletzt. Wo soll er denn stecken? Vielleicht ist er nicht verletzt. Oder vielleicht seid ihr genauso blind wie blöd. So. Dann haben wir hier mal wieder so ein kleines Tricky-Ding, wo wir die Leute ausschalten. Gucken wir mal, was wir Etwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Erster Auftrag vom neuen Management. Killt die Fledermaus! Ja, hier. Hoffentlich habe ich noch Zeit für den Markt. Mama macht nicht kalt, wenn ich ihr keinen Fisch mitbringe. Warten wir mal kurz. Der müsste ja hier unter uns langkommen. Ich langweile mich hier drüben zu Tode! Vielleicht können wir ja hier... das sieht nicht danach aus. Wir machen mal schnell den Sprungangriff. Schnell wieder weg. Ah, das klappt doch immer nicht so, wie ich mir das gedacht habe. So, haben wir sie jetzt kurz verwirrt? Ja. Kurz dürfte es ausreichen. So, jetzt springen wir mal hier so rüber. Na? Nur Sprungangriff? Kann ich den nicht irgendwie von oben ausschalten? Das heißt, er sei unsterblich. Das haut nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Er ist bestimmt zu deiner Mama gelaufen. Ja, genau. Da bin ich hin. Hier beim Aufkommen zuzusehen, werfen wir das Herz Batman. Es steht heute Nacht eine große Menge Spaß bevor. Lassen wir also die Kasse abhören. Ich kann die nicht ausschalten. So. Gut, wenn das nicht so klappt, wie ich das will. Das ist doch nicht wahr! Das kann nicht sein! Dann, machen wir gleich einfach mal die harte Tour. Was gibt's nicht zu verstehen, Mann? Ich bin hier. Machen wir mal hier und dann. So. Und unten drunter abbauen. Da, gucke. Jetzt ist blöd. Gott, oh Gott. Das lief auch wieder nicht nach Plan. Die sind aber auch fix da. So cool, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, wie das hier aussehen soll, sieht's nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann die hier schön von oben ausschalten. Aber das geht nicht. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie noch was freischalten, damit das funktioniert. Will einfach nicht. Hier oben ist nicht. Ich hab ihn. Was ist das denn? Das ist auch wieder. Was war das da jetzt hier? Komm, ich bin mal auf da oben. Bisschen nervig. Ja, komm, jetzt scheiß ich drauf. Jetzt mache ich die Typen so alle. Hat lange genug genervt. Mensch, er ist heute ein bisschen Sprunglegastheniker oder was? Spring doch mal dahin, wo du hin sollst, mein Freund. Oh, jetzt ergeben sie sich. Ich hab schon gedacht, die Nerverei geht länger. Hey! Stopp! Wo will der Joker hin? Der Typ ist krank, Mann! Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt! Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede! Er hat irgendwas vom...
Stahlwerk gesagt. Das gehört Sionis. Jetzt gehört es dem Joker. Und da kommst du nie im Leben rein. Behalt deine Meinung für dich. Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries. Der Joker hat Sionis dahin gebracht. Er wird ihn töten, es sei denn, ich bin vor ihm da. Dieser Joker klingt gefährlich. Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle ermordet, die sich ihm nicht anschließen wollten. Er hat die Killer angeheuert. Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das GCPD stecken. Du meine Güte, sollte das nicht lieber die Polizei übernehmen? Keine Chance. Er gehört mir. So, dann holen wir uns mal auf zum Stahlwerk. Jetzt können wir auch wenigstens durch den Haupteingang rein. Raus. So, können wir hier von oben weg? Nö, können wir nicht. So. Das Stahlwerk. Ist hier hinten. Gut. Haha. So konnten wir so umgehen. Bibli-bubab. Mach den Dings auf hier. Zieh hoch. So. Oh. Wenn es schon mal so rumliegt, ne? Nehmen wir es doch gleich mit. So. Wir können jetzt immer dem tollen grünen Ausrufezeichen folgen. Schwimmen wir mal wieder ein bisschen durch die Landschaft. Na, zieh dich hoch. Dann sind wir gleich da. Da hinten ist es schon. Das ist ein Scharfschütze. Den machen wir nochmal vorher weg. Geht mir genauso, aber glaubst du, wir können dem Neuen vertrauen? Einem Typen, der... Was war ein paar Granaten sollten hilfreich sein. Gut. Hat sich direkt wieder hochgezogen. War nicht eigentlich mein Plan. Aber machen wir es wieder mit harter Gewalt. Hier unten warten ja noch ein paar auf uns. Dann kommt mal her, bevor ihr hier Granaten schmeißt. Ihr Luschen. Ist einmal mit überhöhter Geschwindigkeit ins Gesicht gefasst. So wie es verdient hast, mein Freund. Das ist schon ein bisschen, ne, unfair, ja. Und die benutzen hier die ganze Zeit irgendwelche Schusswaffen. Dabei habe ich hier bloß meine Fäuste. Ja gut, treten tut Batman auch. Sehe ich die, Alter. Hast du jetzt nicht gerechnet, wa? So, hier haben wir... Zu spät, Alfred. Ich bin kurz davor, Black Mask in die Finger zu kriegen. Und vielleicht den Joker gleich dazu. Nun gut, jedenfalls steht es bereit, wenn Sie es brauchen. Hm. Auch ganz praktisch. Was jetzt? Jetzt zeigt er mir ein anderes Missionsziel an? Nee. Ach nee, weil ich direkt da bin. Okay. Dann lassen wir die Party mal, ja, steigen. Darf ich hier rein?
Schauen wir mal, was uns drin erwartet. Ein paar Leute sind hier. Eine 1A-Imitation von Zaionis. Wie lange hat er sich wohl für ihn ausgegeben? Tage, vielleicht Wochen. Ist doch egal. Was mich eher interessiert, was zum Teufel machen Rocco und die Jungs noch hier? Ist schon nach Mitternacht. Die ändern die Sicherheitscodes und verhören Black. So, jetzt haben wir einen so ausgeschaltet. So, und den auch noch nebenbei weggehauen. Haut mich mal um. Los, ab geht's. Gut, das ging schnell. Jordi, ein bisschen mehr Action hätte ich erwartet. Na, das sieht doch hart nach unserem Sequenzer aus. Ich muss den Zugangscode für diese Tür finden. Oh. Gut, dann gucken wir mal so nach. Wo wir hier reinkommen. Da sind wir reingekommen. Da geht's irgendwie nach oben. Ah. Hinter dir diese Tür öffnen. Ein schließlicher Fledermaus wird durchlöchert. Das Ding ist vollautomatisch. Nicht erwähnt. Funktioniert das wirklich? Glaub mir, es funktioniert. So, dann denken sie jetzt wahrscheinlich, ich komm vorne rein. Läuft nicht so! Auf gar keinen Fall. So. Guck mal. Hey. Sieht super aus, was ihr da unten macht. Machen wir mal dazwischen. So, er nimmt aber nicht den Netztarget, den ich möchte. So. Aber das geht auch so, nicht wahr? Und wieder einer mit so einer bescheuerten Maschinenpistole. Und einer, der wieder gepanzert ist. So, ich bin schon mal weg. Gepanzerten Typen sind echt mit die nervigsten. Ich hatte mit den Typen gar nichts zu tun. Jaja. Klein Drexaki hier. Computer hacken, um an den Zugangscode für die Tür zu kommen. Jetzt pass mal auf, Batman, ja. Wenn ich rede, kannst du ruhig auch mal warten, bis ich zu Ende gesprochen habe. Ich lasse dich meistens auch aussprechen. So nicht. Gut, da geht's wieder durch. War jetzt nur ein Nebenziel. Ach ja, ich sollte hier rangehen irgendwie. Alfred, ich lade gerade Daten von Black Mask Servern hoch. Ich brauche Codes für eine Sicherheitstür bei der Laderampe. Daten werden übertragen, Sir. Interessant. Zaionis hat einen Herzschrittmacher. Hier steht, er leidet am Long-QT-Syndrom. Jede Erhöhung seiner Herzfrequenz könnte zum Herzstillstand führen. Zaionis hat den Joker beschatten lassen. Auf diesen Fotos sieht man, wie er sich Chemikalien zur Sprengstoffherstellung beschafft. Ich muss Zaionis finden. Er weiß, was der Joker plant. Ich habe die Sicherheitscodes gefunden, die sie suchten. Viel Glück, Sir. So, dann kann's ja weitergehen. So, wir haben Stufenanstieg. So, da haben wir was. Seil ausschalten. Das haben wir doch mal direkt freigeschaltet. Was ist das? Spulengeschoss.
Das sieht auch schick aus. Das brauchen wir noch. Aber alles bei Zeit. Master Bruce, ich habe in Sionis Daten Hinweise zu einer chemischen Substanz gefunden, die der ihrer Klebergranate ähnelt. Ich werde versuchen, sie in unserem Labor herzustellen. Wenn es funktioniert, habe ich schon bald einen Prototypen für Sie. Gut, den kann ich brauchen. Je mehr ich über den Joker herausfinde, desto klarer wird mir, dass irgendwas an ihm anders ist. Also die Namen für die Waffen sind manchmal Klebergranate. Das klingt jetzt nicht so super aufregend, aber schauen am besten einfach mal, was sich damit dann anstellen lässt, wenn wir sie haben. Chemisch. Passwörter, die werden immer härter. Ich verzweifle schon langsam. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer mache. Ich bin schon echt gut. Was war das? Hm? Was war denn? Keine Sorge, ich bin noch hier, Mensch. Ganz ruhig. Müssen wir jetzt hier ran? Wir schauen einfach mal nach, was sich hinter Tor 3 verbirgt. Naja, nicht ganz der Zong. Aber auch wieder so ein belastendes Material. Und nochmal ein paar Faschos. Und ein Digger ist auch mit in der Mitte. Ich muss irgendwie in diesen Raum kommen. Schaffen wir. Wir sollen hier alles dicht machen. So. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich bin's, der Batman. Der größte Held in deiner Welt. So. Da hier noch eine. Und links. Und hast du nicht gesehen? Die können froh sein, dass ich den Kochlöffel zu Hause vergessen habe. Sonst wird das hier richtige Schellen geben. Ja, er hat hier wieder Mutti-Panzer an. Wir spielen hier kein Eishockey, mein Freund. So, jetzt gib Ruhe. Menhaus ist hier. Macht euch bereit. Oh, jetzt kommt er freiwillig raus. Ich will ihn tot sehen. Toter als tot. Wenn er an uns vorbeikommt. Oh, Jason ist da. Also, Jason verschnitt. Na, er wird schon wieder übelst aggro. Ja, komm hier. Mit seinen roten Sternchen über dem Kopf. Ich weiß immer gar nicht, um wen ich mich hier zuerst kümmern soll. Die betteln immer so nach Schläge. Ja. Mich, warte doch mal, bis du dran bist, Mensch. Zieh eine Nummer. So, aus dem Griff sind wir jetzt nochmal entkommen. Der Typ geht mir langsam richtig auf die Nerven. Wir werden keine Freunde mehr. Und ihr könnt jetzt auch Ruhe geben, damit ich mich um euren großen Bruder kümmern kann. Ich hätte mich eigentlich auch einfach mal direkt zu Anfang um den kümmern können. Aber naja, jetzt ist eh zu spät. So, jetzt willst du noch mal rennen, ne? Komm, komm. Ich werde dir wehtun. Das wirst du noch bereuen.
So, Panzer weggerissen. Chuck Norris Move. Und dann fällt auch der Große. War jetzt wieder nicht die beste Tat. So, jetzt müssen wir uns wieder an dieses kleine Rätsel wagen. Na, ich kann mich schon denken, was hier passiert gleich. Noch gar nichts gedrückt. Naja. Passiert halt von selbst. Scheint, als hätte der Kran einen Codeschloss. Welcher Zufall. Jetzt müssen wir das selbst machen. Gut. Batman, dann einmal das Maniküre-Set auspacken. Durch diese Wand. Da hast du doch bestimmt irgendwas vorbereitet. Warte mal. Ja, da ist so ein Griff dran. Ja, schau mal. Diese Arm. So wird das wieder was. Genau, und so kommen wir auch durch. Was war das denn jetzt? Jetzt habe ich es mitgekriegt. Vielleicht meinte er das vorhin. Hm? Wer war das? Mit meinem Beweisscanner kann ich die Leiche nach Hinweisen untersuchen. Keine Zeichen von Gewalteinwirkung. Seine Organe haben versagt. Akute Toxizität. Er wurde vergiftet. Hm. Das ist unschön. Naja, aber wir wären nicht Batman, wenn wir dem nicht auf den Grund gehen würden. Okay, wir fahren ein bisschen tief runter. Ach, schon wieder so ein Typ, Mann. Also die hätten sie rausstreichen können. Die gehen mir einfach nur noch auf den Senkel. Dass sie nicht normal angreifbar sind. Ja, komm hier. Bist auch wieder dran. So, jetzt bist du dran. Um diese Tür zu öffnen, muss ich die Zugangscodes benutzen. Okay, die Zugangscodes. Deswegen muss ich trotzdem den Kryptografen einsetzen. Oh Gott. Was haben wir denn hier wieder? Drogenlabor. Sie halten Sionis hier irgendwo fest. Was meinst du, Joe? Sollen wir ihn rauslassen? Lass mich nachdenken. Irgendjemand hat er uns die Lohnerhöhung gegeben, die er uns versprochen hat. Nein, warte. Hat er gar nicht. Wie konnte ich das vergessen? So. Hier stört schon wieder irgendwas. Welcher von denen denn? Da hinten. Ich sehe den gar nicht. Naja, aber wir wollen uns ja auch gar nicht so lange aufhalten diesmal. Erster weg. Hm? Hm, hat wahrscheinlich jetzt wieder den. Hier kommt niemand durch. Sorry. Da hinten ist er. Der stürmelnde Typ. Aber den schaffen wir. Hä?
Ist da immer irgendwas im Weg? Ich hab die Tür im Blick. Leck mich, mir machst du nichts mehr vor. Frechheit. So, jetzt müssten wir ja aber diesen. Ach, tollen Trick. Und wieder weg. Komm, kurz einen anderen. Ey! Das ist noch ein bisschen buggy. Weil er einfach nicht die Ziele so lokalisiert, wie ich das will. Ihr könnt mich nicht die ganze Zeit sehen. So, wollen wir sie mal ein bisschen verwirren. Die sind schlauer hier, die behalten mich die ganze Zeit im Blick, das bin ich jetzt gar nicht so gewohnt. Aber, weil das hier schon wieder alles so lange dauert. Und hier unser kleiner Funktyp hier rumsteckt. Okay, das wird jetzt doch ein bisschen zu viel. Verpissen wir uns mal kurz. Also ich hatte mir das mit dem Drahtseiltrick etwas unauffälliger vorgestellt. So ungefähr. Jetzt nach und nach immer wieder einen wegnatzen von dem bösen Buben hier. Haben wir noch welche, die übrig sind? Ah, hier, da ist er noch einer. Ja, das ist so richtig gemein. Haben wir noch jemanden hier außer dich? Oh nö. Ich glaube, dann machen wir dich mal so. So. Erledigt. War jetzt auch wieder nicht perfekt. Aber es ist genauso wie bei dem Spiel, wie heißt das noch? Splinter Cell. Man muss ja immer ruhig töten, die Dinger, und unauffällig. Ja, das endete meistens damit, dass ich dann doch alle irgendwie getötet und offensichtlich abgeballert habe. Und so ungefähr scheint das hier auch zu laufen. Ich will natürlich die Features hier auch ausnutzen. Lass mich runter. Wo redet er denn hier? Ach hier. Mal durch wahrscheinlich. Ne, komm mal her. Ah, genau, hier ist super, richtig. Worauf wartest du noch? Das soll ja auch. Hol mich hier raus.
den Joker. Fahr zur Hölle. Falsche Antwort. Oh. Nach meiner Rechnung kann ich dir noch 9 Rippen brechen. Glaubst du, das bringt mich zum Reden nach allem, was er mir angetan hat? Die Folter, meine Leute gegen mich aufgebracht, mich bestohlen, meine Freundin ermordet. Er gehört mir, nicht dir. Ich kann deinen Herzschrittmacher fernsteuern. Willst du wissen, wie sich 250 Schläge pro Minute anfühlen? Das wagst du. Copperhead. Töte ihn und ich zahle dir, was du willst. Wenn er lacht, das doppelt. Leere Versprechen eines gestürzten Königs. Ich weiß Bescheid über den Joker. Ihr zwei Freaks, ihr verdient einander. Was hast du mit mir gemacht? Warum bist du jetzt? Dich getötet. Und in ein paar Minuten wird es dein Körper auch merken. Genau. Streng dich an. Mit jeder Bemühung beschleunigst du dein Ende. Unfair. Ey, was haust du jetzt ab? Ich muss den Raum nach Copperheads Gift scannen. Frauenschweiß. Copperhead kam hier vorbei. Ich brauche nur einen einzigen Tropfen Gift. Es ist ein starkes Nervengift. Alfred, ich lade die Analyse eines Nervengifts hoch. Du musst ein Gegengift herstellen. Ihre Lebenszeichen schlagen wild aus. Was ist passiert? Schon gut. Kommen Sie nur wieder an die Oberfläche, damit ich das Mittel abwerfen kann. Und dann kommen Sie hierher, damit ich Sie untersuchen kann. Oh, oh. Wollen wir das jetzt hier... Hab ich mich jetzt verjagt? Ich muss zurück. Die Oberfläche. Ist die denn? Das fehlt jetzt noch. Sandy. Bitch. Was würde Ihr Vater sagen, wenn er Sie jetzt sehen könnte? Wie Sie das Vermögen der Familie für Ihre nächtlichen Eskapaden verschwenden? Und wozu? Sie sind nicht der Erlöser dieser Stadt. Sie sind ein Wayne. Und zwar ein verwöhnter, verschwenderischer und enttäuschender Wayne. Haben Sie vergessen, wofür der Name Ihrer Familie steht? Sie enttäuschen mich. Jetzt halluziniert er schon. Bitte, hilf mir doch jemand! Scheiße. Alles jetzt einbinden. Kommen Sie zu, dass jetzt rauskommst hier, Mensch. Jetzt hat sich ein Riesenweg wieder um den Fahrstuhl.
die das hier. Oh Gott, hat die eine Fresse. Gut, jetzt keine Hallos mehr, oder was? Mir hast du also nicht drauf. Dauer unfair. Angeschlagen bin ich. Tja. Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Ich glaube dir auch nicht. Ich muss jetzt ein paar Klaps auf den Arsch. Dann darfst du wieder nach Hause zur Mutti gehen. Mehr? Weißt du denn aus mit? Jetzt dauert es nicht mehr lang. Was läuft denn hier jetzt? Spanisch mit uns gerade. Jetzt geht's ab. Ich sehe dich. Bleiben, solange du lebst. Was nicht sehr lang sein wird. Bam. Glaubst du, diese Fesseln werden mich halten? Vielleicht nicht. Ich weiß, wo er ist. Der Joker. Sag es mir. Es gibt ein Treffen. Alle Killer sollen da sein. Wenn du mich freilässt, sag ich dir wo.
Danke, ich schulde dir was. Warte, ich kann dir den Ort nennen. Das hast du schon. Pendejo, und schon wieder. Spanischen Ursprung hat die. Alfred, gib dem GCPD einen anonymen Hinweis. Die sollen mal einen Blick in die Container beim Stahlwerk werfen. Heißt das, Sie haben sich um Copperhead gekümmert? Ja, und jetzt werde ich mich um den Joker kümmern. Ich glaube nicht, dass das sehr klug ist nach allem, was Sie eben durchgemacht haben. Sie benötigen medizinische Fürsorge. Nicht jetzt, Alfred. Die Handschuhe des Electrocutioners senden ein starkes elektromagnetisches Signal aus, dem ich mit meinem Scanner folgen kann. Er wird mich direkt zum Joker führen. Aber zuerst muss ich aus dem Stahlwerk raus. Gut. Stufenanstieg. So, dann sichern wir uns doch gleich mal das andere Feature. Womit wir die auch noch super ausschalten können. Damit wir noch mehr Spaß haben. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Glaube ich, rauskommen, ne? Hier sind immer noch Leute hier. Ja, nochmal so ein paar Chicken Nuggets für zwischendurch. Ah, ja, dann merken wir, das Gift hat keine Folgeschäden da, das ist schon gut. Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Alfred? Sir? Ich lade eine Probe der Chemikalie hoch. Du musst für mich die Stadt danach scannen. Suche nach einer hohen Konzentration des Gemischs. Finde die Quelle, dann lege ich sie lahm. Gewiss, ich gebe Bescheid, sobald ich etwas gefunden habe. Auch wieder so sekundäre Ziele, ne? Naja.